Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier bei den Freien Demokraten live. Wir schalten heute live nach Hammelburg und zwar zu Oberleutnant Dr. Strack-Zimmermann. Herzlich willkommen, Frau Dr. Strack-Zimmermann. Ich grüße Sie ganz herzlich. Was machen Sie in Bayern, bitte? Ja, die Frage ist, warum bin ich Oberleutnant? Das bin ich nur 5 Tage oder eine Woche, solange ich hier bin. Ich mache hier eine Wehrübung in Hammelburg beim Heer. Sowas bietet die Bundeswehr an für zivile Führungskräfte. Und ich habe die Freude, hier bei der Infanterie in Hammelburg zu sein. Wie anspruchsvoll ist denn überhaupt so eine Wehrübung? Das ist sehr anspruchsvoll. Also ich hatte immer schon mal davon gehört, man muss sich bewerben, dann wird man gemustert. Ich war natürlich froh, dass ich mit Ende 50 diese Klippe genommen hatte. Man ist hier eben nicht nur Zuschauer, sondern man macht mit. Und wenn ich Ihnen, ich könnte Ihnen jetzt eine Stunde erzählen, was ich in 5 Tagen erlebt habe. Es kommt mir vor wie 2 Wochen. Man wird körperlich an seine Grenzen geführt, sei es, dass man involviert ist, wie die Infanterie in Häuser eindringt, sei es, dass man aber auch sportlich unglaublich Wände hochklettert, runterspringt. Also ich behaupte, ich habe das 30 Jahre in der Form nicht mehr gemacht, aber es ist auch emotional sehr bewegend. Wie fit sind Sie denn? Ich würde mal sagen, für mein Alter bin ich ganz gut drauf. Mir fehlt natürlich die Übung, aber ich muss mich nicht verstecken. Was folgern Sie denn aus dieser Wehrübung für Ihre politische Arbeit? Ich habe mich immer für die Bundeswehr interessiert und bin in dem letzten Jahr sehr sensibilisiert worden, weil wir gerade im Stadtrat auch in Düsseldorf Linke haben, die so gut wie zu jedem Stadtrat einen Antrag gegen die Bundeswehr einbringt, was ich dann auch immer abwehre. Ich finde es ziemlich unerträglich. Und was mich dazu bewogen hat, ich glaube, wenn man über die Bundeswehr spricht, auch politisch, über ihre Aufgaben, über die Zukunft, hilft es mal einen Einblick zu bekommen, den bekommt man hier und was ich eben sehr, sehr gut finde, dass man hier nicht nur das Wohnzimmer gezeigt bekommt, sondern dass man auch mit Kameraden und Kameradinnen, ich darf das den Jargon so nennen, eben auch ins Gespräch kommt, um eben auch zu schauen, wo drückt der Schuh und wie phänomenal gut unsere Bundeswehr ist. Sie sprechen über die Zukunft der Bundeswehr. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Bundeswehr? Ja, ich spreche darüber, weil wir uns natürlich darüber im Klaren sein müssen, dass wir es hier inzwischen mit einer Berufsarmee zu tun haben. Das wollten wir, das wollte die Mehrheit des Bundestages und das ist auch gut so. Dass aber die Ausstattung und die finanziellen Ressourcen, die man hier lässt, nicht im Entferntesten einer Berufsarmee entspricht, sondern sie entspricht eben nach wie vor einer Wehrpflichtarmee. Und wenn wir Profis brauchen, müssen wir sie auch professionell ausstatten und das fängt bei der Kleidung an. Das geht bei das Gerät, Fahrzeugpark und so weiter. Und ich glaube, wir haben da noch einiges zu tun und noch eine Menge Geld in die Hand zu nehmen, auch angesichts dessen, was um uns herum passiert. Sind Sie persönlich denn für Auslandseinsätze der Bundeswehr? Ich sag's mal anders. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir eine Bundeswehr brauchen, um Deutschland letztlich zu schützen, um in Europa unsere Aufgabe zu erfüllen. Das sind die primären Aufgaben. Wenn es um Auslandseinsätze geht, und das lernt man eben hier, weil sehr, sehr viele, fast alle, die man hier kennenlernt, waren lange in Afghanistan, waren auch in der waren in Einsatzgebieten, wo man sich natürlich fragt, was machen wir da und ist das, was wir dort machen wollen, wirklich erreicht worden? Ich möchte jetzt nicht früh schnell urteilen, ob das Sinn macht oder nicht, aber wir sollten uns, wenn wir Soldatinnen und Soldaten in den Krieg schicken, sollten wir uns sehr wohl anschauen, ob das Ganze Sinn macht, ob es auch für Deutschland und Europa Sinn macht, weil die Menschen dort, die Soldatinnen und Soldaten, sind Dingen ausgesetzt. Das bekommen wir hier jetzt gerade gezeigt. Das ist unvorstellbar und deswegen jeder, der ein Mandat hat, sollte sich das sehr wohl überlegen, was er macht. Das war Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, stellvertretende Bundesvorsitzende, live aus Bayern, live aus Hammelburg. Ja, und wir erwischen Sie gerade in einer Pause zwischen einer Wehrübung. Wenn Sie mehr erfahren wollen über Frau Dr. Strack-Zimmermann, dann schauen Sie auf ihrer Facebook-Seite vorbei oder schauen Sie bei uns auf dem Kanal youtube.de Freie Demokraten live.